Wir haben die Anweisung bekommen, dass jeder einen Wagen findet. Also bitte nehmen Sie den Wagen, wenn Sie keinen nehmen, können Sie nicht rein. Traut man etwa nicht zu, Abstand zu halten? Was soll das? Sowas kann mich richtig aufregen. In der gegenwärtigen Diskussion fehlt mir oft der Respekt. Herzlich willkommen bei Asra bloggt. Ich bin Asra. Ich lese euch mal was vor. Und zwar aus dem Buch Im Grunde gut von Rutger Bregmann. 2020 bei Rowohlt erschienen. Edward Dacey, ein junger Psychologe, arbeitete an seiner Doktorarbeit. Es war eine Zeit, in der die Psychologie in den Bann des sogenannten Behaviorismus geraten war. Diese Theorie ging wie Frederick Taylor davon aus, dass Menschen durch und durch passive Wesen waren. Wir würden uns nur für eine Belohnung oder aus Angst vor Strafe in Bewegung setzen. Aber Dacey hatte das Gefühl, dass an dieser Theorie etwas nicht stimmte. Das Gefühl habe ich auch. Die Menschen tun ständig seltsame Dinge, die nicht ins behavioristische Menschenbild passen. Man denke ans Bergsteigen, anstrengend. Freiwilligenarbeit, unbezahlt. Und Kinderkriegen, heftig. Wir tun die ganze Zeit Dinge, die kein Geld einbringen und sogar sterbenslangweilig sind, ohne dazu gezwungen zu werden. In diesem Sommer machte Dacey eine seltsame Entdeckung. Manchmal sorgen Zuckerbrot und Peitsche dafür, dass die Leute weniger leben als ihr Bestes. Als er einer Gruppe von Studenten ein paar Dollar zahlte, um ein Rätsel zu lösen, ließ ihr Interesse daran nach. Das ist doch interessant, oder? Also irgendwie kennen wir das doch alle. Wir haben keine Lust mehr, irgendwas zu tun, was wir gerade tun wollten, sobald uns das jemand befiehlt. Aber es ist zum Verrücktwerden. Unser ganzes Rechtssystem, unsere Politik, unsere Wirtschaft, Wissenschaften, die ganze Religion, die Schule, alles geht davon aus, dass wir nur durch Kontrolle und Strafen und durch Anreize davon abgehalten werden können, uns gegenseitig dauernd zu belügen und zu betrügen und uns gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Ich habe das irgendwie noch nie geglaubt. Ich habe nächtelang mit meinem Vater darüber gestritten. Er war zutiefst davon überzeugt, dass der Mensch von Natur aus böse ist. Und ich hätte ihm sehr gerne dieses Buch zu lesen gegeben von Bregmann, aber auch noch ein anderes, und das möchte ich euch heute auch vorstellen. Das ist dieses hier von Steven Pinker, Gewalt. Beide haben den Untertitel Eine neue Geschichte der Menschheit. Heute geht es darum, ist der Mensch von Natur aus gut oder böse? Als ich Pinker las, war ich begeistert. Da bewies ein Wissenschaftler, Psychologe, anhand unzähliger Beispiele und Statistiken aus der gesamten Menschheitsgeschichte, dass die Evolution der Menschheit nicht in Richtung mehr Gewalt, Mord, Vergewaltigung und Krieg geht, sondern im Gegenteil die Gewalt immer weiter zurückgegangen ist und immer stärker geächtet wird. Es stimmt ja, wir gehen ja sonntags nicht mehr mit unseren Kindern zur Hinrichtung. Statt uns Gladiatorenkämpfe gegen wilde Tiere anzusehen, sorgen wir uns um Tierrechte und werden Veganer. Und dicke Burgmauern aus Schutz vor Räubern brauchen die meisten von uns auch nicht mehr. Interessant ist Pinkers Gedanke, dass die Erfindung des Buchdrucks, die vielen Menschen das Lesen möglich machte, und das Lesen von Romanen dazu wesentlich beigetragen haben. Wenn man sich mit einem Romanhelden, einer Romanheldin identifiziert und die Welt aus ihrer Perspektive sieht, lernt man, dass man alles auch ganz anders sehen kann. Man versteht andere Menschen besser und übt den Perspektivenwechsel. Pinker sagt aber auch, dass Empathie nicht reicht und sogar ungerecht sein kann. Ist es etwa gerecht, wenn ich denen und nur denen helfe, mit denen ich mitfühle, die mir nahestehen, die besser aussehen, sympathischer sind und so weiter? Er sagt, dass es für Gerechtigkeit entscheidend ist, einen starken Staat zu haben, mit Gewaltenteilung, Gewaltmonopol und konsequenter Rechtsprechung. Mit einem Wort, die Zivilisation. Er zeigt außerdem, dass der Einfluss von Frauen in einer Gemeinschaft in direktem Zusammenhang steht mit Gewaltlosigkeit. Er zitiert Tsutomu Yamaguchi, den einzigen Menschen, der zwei Atombombenangriffe überlebt hat. Zitat: Die einzigen Menschen, denen man gestatten sollte, Staaten mit Atomwaffen zu regieren, sind Mütter. Frauen, die ihre Babys noch stillen. Pinker, Seite 1016. Eine weitere Ursache für den Rückgang der Gewalt in der Menschheitsgeschichte sieht Pinker im Rückgang von Religionen, Ideologien, autoritären Strukturen sowie in der Stärkung individueller Freiheit. Was mich stört an seinem Buch, ist, dass er die 68er dafür verantwortlich macht, dass damals die Gewaltzahlen anstiegen, vor allem in den USA. Der Grund dafür, argumentiert er, Selbstbeherrschung sei zu einem konservativen, spießigen Wert erklärt worden, den man überwinden wollte, und Regelverletzungen hätten das Rechtsempfinden aufgeweicht. Pinker überschätzt den Einfluss der 68er.
Sie waren eine verschwindend kleine Minderheit. Ihr Einfluss war nicht so groß, dass er die Gewaltzahlen in den USA in die Höhe hätte treiben können. Dafür waren andere Faktoren verantwortlich, unter anderem eine rigorose Hardliner-Politik, die extrem rassistisch und ideologisch war. Und es war ja gerade die 68er-Bewegung, die die Stärkung individueller Freiheit ein großes Stück vorangebracht hat, nach der Nazizeit und der engstirnig verlogenen Moral der 50er Jahre. Rutger Bregmann, Historiker, Autor und Aktivist, zeigt in seinem Buch im Grunde gut, Pinkers Zahlen stimmen nicht. Bregmann akzeptiert nichts unhinterfragt, selbst sogenannte gesicherte Erkenntnisse wissenschaftlicher Berühmtheiten nicht, die in den Lehrbüchern stehen und als Standard gelten. Detektivisch entlarvt er die Mythen von Mord und Totschlag, die überall für ewige Wahrheiten gehalten werden. Das gefällt mir. Pinkers Thesen über die extrem gewalttätige Urzeit des Menschen sind durch keinerlei archäologische Funde belegt, im Gegenteil. Die allererste Zeit des Menschen, der Jäger und Sammler, war wahrscheinlich die friedlichste. Ein Hinweis sind die Jäger- und Sammlerkulturen, die es heute noch gibt. Und alle Entdecker weltweit haben sich immer wieder gewundert über die Freundlichkeit, Friedlichkeit und Großzügigkeit der sogenannten Naturvölker überall auf der Welt, die sie entdeckten. Und sie haben sie übelst ausgenutzt. Jäger und Sammler gab es nicht so viele. Wir konnten uns aus dem Weg gehen. Wir lebten in Gruppen von höchstens 150 Leuten, die sich alle kannten und hatten ein großes soziales Netzfeld. Wenn man bei der Jagd auf einen Mammut Fremde traf, war es sinnvoller, sich zusammenzutun zur Jagd. Krieg machte überhaupt keinen Sinn. Als Jäger und Sammlerinnen sind wir umhergezogen, haben andere Menschen und Kulturen kennengelernt, von denen wir alles Mögliche lernen konnten. So konnten sich Erfindungen und Wissen weiterverbreiten. Nach Bregmann war genau das der Grund dafür, dass wir Menschen so schlau geworden sind. Wenn man intelligente Hunde züchten will, muss man die freundlichsten auswählen. Für Jäger und Sammler hat sich Friedlichkeit gelohnt. Survival of the friendliest. Und wofür sollten die Jäger und Sammler auch kämpfen? Es gab noch keinen Besitz, kein Land in Privatbesitz, um das man sich hätte streiten können. Dazu fällt mir was ein. Kain, der Ackerbauer, hat seinem Bruder Abel, dem Nomaden und Viehhirten, die Weideflächen weggenommen und eingezäunt. Privat, das Wort, kommt aus dem Lateinischen und heißt geraubt. Und dann brachte er ihn auch noch um, weil der Nomade dem Gott besser gefiel. Erzählt hier die Bibel vielleicht die Geschichte der Verdrängung der Jäger und Sammler durch die Ackerbauern? Das war so eine Idee, die ich dazu hatte, aber jetzt weiter mit Bregmanns Buch. Die Gewalt fing an mit der Erfindung der Bequemlichkeit. Die ersten Ackerbauern haben gedacht, sie könnten sich Arbeit sparen, wenn sie die Körner nicht mehr sammeln und direkt aufessen, sondern aufbewahren und aussäen. Sie ahnten nicht, dass sie mit dem Bauen von Speichern, Zäunen und Mauern, mit dem Beackern, Wässern und Düngen der Felder und dem Besorgen von Futter für die Tiere viel mehr Zeit mit der Beschaffung von Nahrung verbringen würden als die Jäger und Sammler. Sie wussten auch nicht, dass sie durch das Zusammenleben in den Dörfern und Städten auf engstem Raum auch mit Tieren krank werden würden. Masern stammen von der Kuh, die Grippe vom Zusammenleben von Menschen, Schweinen und Enten. Bauern bewegten sich außerdem weniger und unnatürlicher und ernährten sich einseitig und ungesünder. Es gab auf einmal Zäune und es gab Besitz, das Land, auf dem man sitzt. Wer das verteidigen konnte, war der Besitzer. Noch etwas, das zu Hierarchie, Unterdrückung und Gewalt geführt hat. Während in der Vorzeit Männer und Frauen noch so gut wie gleichberechtigt waren und die Erziehung von Kindern als gemeinsame Aufgabe angesehen wurde, wurde beim Ackerbauern die gesicherte Vaterschaft wichtig und zu seinem Besitz gehörten dann bald auch Frauen und Kinder. Die Gewalt hat abgenommen von der Antike bis heute. Da stimmen Pinkers Zahlen, sie sind belegt und der Trend macht Hoffnung. Nur ist komisch, niemand glaubt daran. Die Geschichte, die wir uns über uns selbst erzählen, ist eine andere. Schon in der Schule bekommen wir eine Menschheitsgeschichte von Macht, Gewalt und Kriegen erzählt. Und diese Erzählung geht weiter, bis heute. Jeden Tag lesen, sehen und hören wir in den Nachrichten von Gewalt. Man zeigt uns fast ausschließlich schlechte Nachrichten. Ich zitiere nochmal Bregmann. Eine kürzlich durchgeführte britische Studie ergab, dass sich die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, 74%, eher mit Werten wie Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit und Gerechtigkeit als mit Geld, Status und Macht identifiziert. Aber die Forscher fanden auch heraus, dass der größte Anteil, 78%, der Meinung ist, dass andere egoistischer sind, als es in Wirklichkeit der Fall war. Seite 298. Die Geschichte des Friedens wird nicht erzählt. Bregmanns Buch ist revolutionär. Er beweist anhand von Erkenntnissen aus Biologie, Psychologie, Soziologie,
Geschichte, Archäologie und Ökonomie, dass der Mensch von Natur aus eher gut ist als böse. Nur, jeder, dem ich davon vorschwärme, guckt mich ungläubig an. Das ist doch naiv, das ist doch unrealistisch. Denn was ist mit den Schimpansen? Die sind doch unsere engsten Verwandten im Tierreich. Die sind aggressiv und führen sogar Kriege. Die Antwort? Wie kommt es, dass auch gebildete Menschen noch nie was von den Bonobos gehört haben? Mit denen sind wir genauso eng verwandt wie mit den Schimpansen. Und die bringen sich nicht gegenseitig um, sondern regeln ihr Miteinander friedlich. Hauptsächlich mit Kuscheln und Sex. Ja gut, okay, aber was ist denn mit den Experimenten Milgram, Stanford und so weiter, wo berühmte Wissenschaftler bewiesen haben, dass Menschen dazu gebracht werden können, anderen tödliche Stromstöße zu verpassen und wo willkürlich eingeteilte Studenten zu den grausamsten Gefangenenwärtern wurden? Brinkmann zeigt, das Stanford Prison Experiment ist eine Fälschung. Die Wärter hatten nicht von sich aus die grausamen Regeln aufgestellt, sie wurden angeleitet und unter Druck gesetzt. Zimbardo wurde damit berühmt. Die BBC wollte 2001 das Experiment unter strenger Aufsicht wiederholen. Das passte damals in den Trend des Reality-TV. Es wurde die langweiligste Show der Fernsehgeschichte und sie wurde vorzeitig abgebrochen. Es passierte nämlich nichts. Die Wärter und die Gefangenen spielten Karten zusammen, gingen essen und Bier trinken und wollten am Schluss sogar eine Kommune gründen. Der einzige Unterschied zum Stanford-Experiment: die Psychologen gaben keinerlei Anweisungen. Stanley Milgrams Experiment, bei dem 65% der Teilnehmer den Schülern, die nicht lernen wollten, auf Anweisung Stromstöße bis zur tödlichen Dosis von 450 Volt gaben, so wurde ihnen vorgespiegelt, ist noch berühmter. Das Experiment ging als Sensation durch die Weltpresse. Es war die Zeit der Eichmann-Prozesse. Auch er hat manipuliert. Die Versuchspersonen wurden unter Druck gesetzt. Und nur die Hälfte glaubte, dass sie dem Schüler wirklich Schmerz zufügten. Das wurde hinterher festgestellt. Trotzdem, es bleiben beunruhigend viele übrig, die bereit waren, auf Anweisung anderen Schmerz zuzufügen. Wie kann das sein? Die Antwort der Psychologen Alex Haslan und Steve Reicher: weil sie Gutes tun wollten. Solange die Versuchsleiter betonten, dass es für die Wissenschaft notwendig sei, dass sie weitermachten, drückten die Teilnehmer den Knopf, auch gegen ihre größten Bedenken. Sobald die Psychologen aber ruppig wurden und Befehle erteilten, hörten sie sofort auf, alle. Sie wollten der Wissenschaft weiterhelfen. Es ging in dem Experiment nicht um Gehorsam, es ging um Konformismus. Die Teilnehmer, die abgebrochen haben, haben erstens mit dem Opfer gesprochen, zweitens den Versuchsleiter auf seine Verantwortung angesprochen und drittens sich mehrmals geweigert, weiterzumachen. Widerstand kann man üben. Dabei hilft eine Kultur der Solidarität. Das beste Beispiel ist Dänemark, das in einer beispiellosen Solidaritätsaktion nahezu aller Bürgerinnen 99% seiner Juden vor den Nazis gerettet hat. Auch in den Krieg ziehen Soldaten nur, wenn sie überzeugt sind, ihrem Land etwas Gutes zu tun, Menschen zu retten und zu befreien. Der Feind muss ein Unmensch sein, sonst schießt man nicht auf ihn, sondern feiert mit ihm Weihnachten, wie 1914 an der Westfront. Und wieso gibt es dann Menschen, die andere Menschen in den Krieg schicken? Kriege werden von denen angezettelt, die Macht haben. In einer hierarchischen Gesellschaft. Es geht immer um Macht. Und Macht korrumpiert. Und es kommen viel zu oft die Falschen an die Macht. Unsere westliche Gesellschaft ist so aufgebaut, dass der Soziopath, der sich nicht um die Meinung anderer schert und keine Scham kennt, den höchsten Managerposten bekommt und an die Spitze der politischen Macht gelangen kann. Survival of the shameless. Wenn egoistisches Verhalten belohnt wird, ist der Egoist im Vorteil. Unsere Spielregeln sind falsch. Solange wir die Spielregeln nicht ändern, wird es Gewalt und Kriege geben. Die gute Nachricht? Genau das geschieht gerade überall auf der Welt. Die Spielregeln werden geändert. In Porto Alegre, Venezuela, haben die Bürger das Wort und bauen Schulen und Krankenhäuser und legen Strom in die Armenviertel. Bürgerhaushalte haben sich überall verbreitet. In Irland regieren Bürgerparlamente, die Mitglieder werden ausgelost und alle sind sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. Die Aktion Bedingungsloses Grundeinkommen berichtet faszinierende Geschichten von ihren Gewinnern. In den Niederlanden hatten ein paar Pfleger die Nase voll vom kommerziellen Pflegebusiness und haben mit ihrer menschlichen und bedürfnisorientierten Alternative Burzorg mehrere Preise gewonnen. In Alaska werden die Einnahmen aus den Ölvorkommen bedingungslos an alle BürgerInnen verteilt. Norwegische Gefängnisse betrachten es als ihre Aufgabe, die Insassen auf das normale Leben vorzubereiten. Sie müssen arbeiten,
Die angenehm eingerichteten Zellen haben Türen statt Gitterstäben. Es gibt Freizeitangebote. Die Wärter essen mit den Insassen am selben Tisch. Sie reden mit ihnen. Norwegen hat die niedrigste Rückfallquote an Schwerverbrechen der Welt. Das waren nur ein paar Beispiele. Bregmanns Buch ist total inspirierend und macht Mut und ich möchte es euch sehr ans Herz legen. Es ist ein Sachbuch, es ist Wissenschaft und Wissenschaftsgeschichte und es liest sich spannend wie ein Krimi. Trotzdem, ich könnte mich nicht so dafür begeistern, wenn Bregmann ein naiver Romantiker wäre. Das ist er nicht. Er beschreibt sehr genau, was auch die sogenannten Naturgesellschaften, was die auch machten, wenn jemand sich nicht an die Regeln hielt. Er schreibt hier zum Beispiel auf Seite 118, es wäre nämlich falsch, unsere Vorfahren übermäßig zu romantisieren. Und weiter. Natürlich hat es immer Menschen gegeben, die sich nicht an diese Ehrlich-Teilen-Etikette gehalten haben. Aber damit gingen sie ein großes Risiko ein. Denn wer sich arrogant oder gierig verhielt, konnte verbannt werden. Und Verbannung war so gut wie ein Todesurteil. So, das waren die Spielregeln. Unsere Spielregeln sind anders. Bei uns kommt der an die Macht, der gierigste ist und der die größte Klappe hat. Aber wir können die Spielregeln ändern. So, und was hat das jetzt alles mit Corona und mit dem Einkaufswagen zu tun? Übrigens, die Geschäftsleitung teilte mir jetzt auf Anfrage mit, dass die Einkaufswagenpflicht den Mitarbeiterinnen hilft, den Überblick über die Anzahl der Kundinnen im Laden zu behalten. So einfach ist das, kann ich doch akzeptieren. Was ich nicht akzeptiere, wenn Anweisungen gegeben und befolgt werden, ohne Erklärung. Das hatten wir schon mal. Und ich sehe mit Schrecken, wie schnell und selbstverständlich viele das akzeptieren. Fritz Breithaupt lehrt Literatur- und Kognitionswissenschaft an der Indiana University Bloomington. Er schreibt in der Zeit vom 23. April 2020, wir wissen von Krisen der Vergangenheit, dass sie zumeist genau dann vorbei sind, wenn sich ein Narrativ durchsetzt, das die Ereignisse zusammenfasst. Diese erzählerische Sinngebung entfaltet eine Langzeitwirkung, die stärker als die Krise sein kann. Er führt 5 Geschichten an, die gerade über Corona erzählt werden. Die erste Geschichte ist, alles soll schnell wieder sein wie zuvor. Die zweite, Aufstieg der totalen Kontrolle. Apps kontrollieren jede Bewegung. Gesetze zum Datenschutz werden aufgeweicht. Die dritte Geschichte, die Stärke der kollektiven Aktion gewinnt. Wir leisten freiwillig, was andernorts harschen Zwang erfordert und überwinden so gemeinsam die Krise. Gewinner ist eine Menschlichkeit, die Verwundbarkeit zulässt. Die vierte Geschichte ist das Narrativ der Depression. Bilder des Leidens. Menschen sterben allein. Die Städte sind leer. Menschen haben keine Aufgabe. Und die fünfte Geschichte ist die Geschichte des Versagens der egomanischen Mächtigen. Trump, Orban, Putin, Bolsonaro, die falschen Helden fallen. Und die Krise führt zu einem globalen Umdenken. Befürworter der weltweiten Kooperation werden stärker. Wissenschaft und Vernunft gewinnen. Was nahezu unmöglich schien, wird wahr. Die Welt beschließt Klimaschutz. Welche Geschichte wird sich durchsetzen? Welche Geschichte wollen wir uns erzählen? Wir haben es in der Hand. Macht's gut!